liebe Freunde der elektronischen Klangerzeugung. Heute mal ein kurzes Video zu meiner jüngsten Anschaffung, dem Roland Go Keys, der roten Schwester vom Roland Go Piano. Das ist ein sehr reich ausgestattetes Instrument. Mit 550 Sounds aus der beliebten Roland JV-Serie und vom Roland DS-Synthesizer. Es sind also wirklich sehr viele interessante Sounds dabei. Zum Beispiel haben wir hier verschiedene Pianos. Na, die Bedienung ist etwas komplex. Das ist das normale Stage Grand. Man muss dazu sagen, es hat wirklich viele Funktionen, allerdings ist es doch etwas kompliziert in der Bedienung. Das erkläre ich dann später, weil es halt nur quasi ein Hauptmenü gibt, bei dem man dann durchsteppen muss. Das hat zwei eingebaute Lautsprecher, die ihr auch gerade hört. Also das ist nichts über irgendwelche zusätzliche Boxen oder so, das ist der originale Sound, nicht mal in voller Lautstärke. Ich kann es nochmal ganz laut machen. Das ist fast ohne Verzerrung, also das kann man schon so ganz normal spielen, ohne dass es unangenehm klingt. Also wie gesagt, das ist ein Pop-Piano, finde ich etwas Rocking-Piano. Wirklich schön sind die verschiedenen E-Pianos. Mit Tremolo-Effekten. E-Piano klingt jetzt etwas unspektakulär. Oh, mein Liebling, widerliche DX7-Piano. Ich weiß nicht, warum das immer noch so beliebt ist. Das konnte ich schon in den 80ern nicht hören. Aber es ist so schrecklich mit diesem Glockenklang. Ich muss eh sagen, dass Yamaha mit dem DX7 sehr überbewertet wird. Die FM-Synthese ist total kompliziert. Da steigt man nur durch, wenn man ein mehrjähriger Mathematikausbildung hinter sich hat. Also es ist überhaupt nicht musikalisch, es ist wirklich nur einfach schematisch und mit verschiedenen seltsamen Parametern, die sonst in keinem anderen Synthesizer zu finden sind. Und der Hauptsound, der damit berühmt wurde, ist dieser ekelhafte E-Piano-Sound. Der ist sogar noch hier gemischt, den gibt es auch noch mal pur irgendwie. Soll so glockig sein. Klingt überhaupt nicht wie ein echtes E-Piano. Ja gut, das ist auch so. Ich mache mal etwas leiser, sonst hört man mich nicht mehr. Ist immer noch ein bisschen laut. Okay. Friends Bell.
die Fantasia aus dem D50, auch so ähnlich wie der DX7 Piano Sound, genauso populär und genauso überbewertet. Für ein paar Tinkerbell-Verfilmungen vielleicht gebrauchbar, aber in der normalen Popmusik ist es doch viel zu süßlich. Okay, es kommen noch mal ein paar normale Pianos, aber ich will jetzt auch nicht alles vorspielen. Wie gesagt, es sind 540 Sounds, Piano und Pad. Das Pad ist aber sehr dezent im Hintergrund. Ich muss noch dazu sagen, dass ich sie jetzt ohne Sustain-Pedal spiele. Ich habe zwar mal irgendwo ein paar Pedale rumliegen gehabt, aber ich benutze sie selten. Das mit den Füßen dann rumhantieren, das muss nicht unbedingt sein. Aber für manche Sounds ist es sicherlich doch auch empfehlenswert. Jetzt haben wir hier ein Layers. Also bei den normalen Pianos. Ich will noch ein bisschen mehr zu den normalen E-Pianos kommen. Das ist auch sehr schön. Man muss dazu sagen, es gibt bei diesem Gerät ja kaum Spielhilfen. Also nur hier links diese Slider quasi oder Touch-Oberfläche, die ist ein bisschen zwiespältig. Also sie reagiert nicht immer wirklich so, wie man es vermutet. Da kann man hier umstellen. Nachher bei der Disco-Abteilung, die ich vielleicht mal kurz zeige, macht es mehr Sinn. Bei den normalen Sounds ist es ein bisschen schwierig. Einer meiner Mit-YouTuber hier, ein Engländer, der meinte, das wäre ein Desaster. Und er hat auch irgendwie recht gehabt. Also, es gibt dann hier ein Vibrato. Bei dem Sound klingt es nicht wirklich interessant, beim Hammond-Orgel nachher. Aber das Pitch-Bending ist wirklich ein Desaster. Also, da kann man dann hier noch umschalten in andere Funktionen. Da ist dann ein Hochpassfilter. Den haben sie total breit gemacht. Obwohl der gar nicht so interessant ist. Der Tiefpassfilter wäre viel interessanter, der hat nur ein Feld. Der geht dann weg, oder? Ne? Na gut. Was ich eigentlich sagen wollte ist, der hat zwar wenig Bedienelemente, den Sound, also kein Pitchbender und kein Modulationsrad, aber die Sounds selbst sind über die Tastatur recht variabel. Also hier bei diesem E-Piano-Sound, bei dem Dyno EP Nummer 19, wenn man den langsam leise anschlägt, ist er mehr so rund und bedeckt. Und je fester man wird, umso metallischer und spitzer wird er dann. Finde ich sehr gut. Das ist ja bei dem Yamaha A50, also PSS A50, bei dem kleinen Mini-Keyboard, was ich mal bewertet hatte, mit dem Makai gegenübergestellt, ist überhaupt nicht so gewesen. Das wurde nur lauter oder leise, also wirklich kein Vergleich. Also hier ist wirklich eine Dynamik erkennbar, vom Sound auch, nicht nur die Lautstärke, sondern auch der Sound selbst ändert sich. Da möchte ich auch gerade mal nochmal hinweisen, aber viele Rezensenten über Musikkeyboards und so weiter schreiben immer von Geschwindigkeit. Das ist nicht die Geschwindigkeit, die da gemessen wird, sondern die Stärke, wie fest man die Tastatur anschlägt. Einfach Dynamik. Wenn es die Geschwindigkeit wäre, könnte man ja gar nichts Langsames oder Schnelles spielen, da wäre ja der Sound jedes Mal anders. Es geht wirklich nur um die Anschlagsstärke. Die wird gemessen und die wird dann umgesetzt. Die kann man dann auch meistens anpassen bei den Geräten, so wie es einem am besten gefällt. Ich habe es jetzt ziemlich soft gemacht, damit ich diesen großen Spielraum, den man da hat, auch wirklich ausnutzen kann. Nun denn, jetzt noch ein paar andere E-Pianos. Ne, das sind Dance. Das finde ich unangenehm. Tell Stage EP. Auch sehr interessant. Okay. 60er Jahre mit Vibrato. Auch
auch schön. Ein Phaser, Mark II nennt sich das. Mark II Stage Phaser vom Fender Piano, abgeguckt der Name. Auch sehr schöner Sound. Tiny E-Pad, Piano und Pad. Die hat man aus Pad wirklich kaum. Nur im Hintergrund. Wally Tremolo, Wallitzer Piano. Vintage Teilen. Das hat schon ein bisschen was Schnarriges hinten. Aber auch sehr weich spielbar. Okay. Pulsklavinett. Okay, die Klavinette sind jetzt snappy, funky, verschiedene Klavinett-Sounds wie kommen. Okay, ne. EP Bell, nicht wirklich sinnvoll. Candy Bell. Oh, Kirchenglocken. Ob man sowas braucht. Vibraphon mit Tremolo. Ganz schön, aber für meinen Geschmack zu viel Tremolo. Man kann die Effekte und so weiter auch nicht irgendwie umstellen. Jetzt kommt Steel Drums, das ist immer so interessant. Viele Rezensenten dieses Gerätes hören irgendwie immer auf bei den zuerst eingestellten aus Piano. Jetzt geht nämlich die GM2, also da, ne, schon, ich halte es mal ein bisschen näher. Das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, ist dieses Display, also rot auf rot. Roland, was haben Sie sich dabei gedacht? Ich finde die Farbe vom Gehäuse ganz okay. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack, hier wächst etwas lilaner, als es in Wirklichkeit ist. Es ist schon ein richtiges Rot, aber das Display ist absolut unangenehm, unangebracht. Weiß nicht, was das bedeuten soll. Normales, vielleicht in Blau oder Grün, wäre ein schöner Kontrast und auch wesentlich schöner zum Angucken gewesen. Jetzt beginnt aber der GM2-Teil. Den muss man extra freischalten hier in diesem etwas dubiosen Menü, in dem man alle möglichen Sachen einstellen kann. Da, jetzt hatte ich es gehabt, jetzt muss ich wieder weiter. Da gibt es leider kein Zurück, da gibt es nur ein Vorwärts. Da kann man dann Bluetooth einstellen und so weiter, ein Backup machen. Auto, LCD-Kontrast, Factory-Schritt machen wir lieber nicht. Also Part-Volumen, Tempo kann man hier einstellen, Reverb-Level ist leider schon auf volle Pulle. Ich könnte noch ein bisschen mehr gebrauchen, aber okay. Das ist der einzige Effekt, den man da quasi einstellen kann. Dann, was macht er denn jetzt weiter? Oktav-Shift. Der setzt auf 1 Oktave minus. Da kann es also wirklich ein bisschen ins Unhörbare. Aber das ist nicht zu hoch, so ein Klavier gibt es hier nicht. Ich habe es auf minus 1 stehen, weil es einfach der sinnvollste Bereich ist. Die meisten Klänge, habe ich euch schon mal erklärt, klingen auf den obersten Etagen nicht mehr so. Auch untenrum wird es dann mehr für John Cage. Neue Musik brauchbar, aber nicht für ein normales Musikstück. Okay, also wie gesagt, das ist das Menü. Das ist ein bisschen zweifelhaft, also das haben wir auch anderen kritisiert, dass man da halt immer so durchsteppen muss und dann nicht mehr zurück kann. Das ist etwas schwierig. Das ist der Key Touch, den kann man einstellen. Touch Sound ist auch lieber aus. Und hier muss man dann auch den GM2-Tone einstellen, die kann man aus- und anschalten, was ich vollkommen irrational finde. Ich weiß nicht, warum Roland das eingebaut hat, diese seltsame
Einschaltmöglichkeit. Es könnte einfach freigeschaltet sein. Dann hat man diese wirklich 540 verschiedene Sounds. Und wenn man das ausschaltet, hat man nur ungefähr die Hälfte, weil diese GM2-Tonbank dann quasi gar nicht auftaucht, wenn man normal durchsteppt. Und das haben auch viele Rezensenten scheinbar nicht wirklich bemerkt und haben dann einfach wirklich da halt die Sounds durchgespielt und dann aufgehört und die nicht weiter in Betracht gezogen. Ich selber finde die GM2 Sounds auch recht gut, im größten Teil. Da ist also auch ein Klavier dabei. Das brauche ich auch nicht verstecken. Und bei anderen Kategorien nachher kommen dann auch Sounds, die man sonst gar nicht hätte. Hier ist auch ein Phaser-Piano. Auch schön. Ist vielleicht nicht so spektakulär. Jetzt kommen noch mal fast dieselben. Wieder der Mix, okay. Jetzt gehen wir mal in die Organe ab, also in die Orgelabteilung. Da gibt es auch. Das ist die erste, die Pop-Organ. Die ist ein bisschen langweilig. Percussion. Hier macht dann auch der Vibrato Sinn, wobei man es nicht lassen kann. Also, wenn man weggeht, das Pitch wird natürlich sinnlos, also so hat man ein gewisses Vibrato, manchmal kommt es, manchmal nicht. Jetzt kommt es wieder. Eine Hardrock-Orgel. Sind dann auch ein bisschen verzerrt. Das ist dann schon ein bisschen wild. Full-Stop-Orgel. Die klingt ein bisschen zu brav. Draw. Wo waren denn die schön? Die ist schon ruhig. Wilder Shade of Pale. Die finde ich schön. Was ist denn das Vibrato? Ja, da kommt dann das ursprünglich vom Leslie-Kabinett, ja. Stammt, ne, mit dem rotierenden Lautsprecher. Ist ja wirklich ein mechanisches Wunderwerk, so eine Leslie-Box. Aber auch natürlich schweranfällig und unglaublich schwer. Die wiegt noch mehr wie die Orgel selbst. Also bei der Hammond-Orgel. Und hier hat man alles in einem relativ 3,9 Kilo, ziemlich kompaktes Gerät. Hier sind die Anschlüsse, ist nicht viel zu sehen. Kleine Micro-USB. Die allseits beliebte, wo die Stecker abbrechen oder die Buchsen, jedenfalls nicht sehr langlebig. Dann normales Netzteilanschluss, ein Pedalanschluss, ein Aux-In, um externe Sachen durchzuschleifen. Ne? Walkman hat ja heute keiner mehr, vielleicht doch mal ein paar Retro-Leute. Das lässt sich auch doch ein bisschen biegen. Also ein Aux-In und dann normalen Phone-Out, der auch dann zu den Boxen geht, allerdings auch hier nur ein Mini-Klinke. Ist auch nicht immer so beliebt. Im Normalfall, wenn man jetzt nur so für sich spielt oder vielleicht mit ein paar Freunden irgendwo sitzt, am Lagerfeuer, wie es immer so schön heißt, oder die Geräte schmelzen, genügen eigentlich die eingebauten Lautsprecher, denke ich mal. Wenn man jetzt wirklich was Größeres vorhat oder es aufnehmen will, dann ist natürlich der Aux oder Line-Out okay. Ist halt klein, ne? Große werden natürlich etwas stabiler. Ich betreibe es wie meistens meine Geräte mit Akkus bzw. Batterien. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Dadurch ist es wirklich autark und kann gut bequem irgendwo hingebracht werden. Ja, mein grundsätzlicher verschiedene Orgel nochmal durch. Es geht ja, ach, jetzt ist schon. Nee. Es waren doch noch so ein paar Hammond-artige. Rhythm und Blues. Okay, aber die ähneln sich dann schon ein bisschen an B-Organ. Das Vibrato geht man schon nicht, denke ich. Da kriegt ihr so ein Eiern irgendwie. Oh, lieber Gott. Super Distortion Lead. Das ist für die Heavy Metal Fraktion in den Keyboardern. Nun ja, Smoky Organ. Die ist auch so ein bisschen brav. Kommt ein bisschen ans E-Piano.
Okay. Soap Opera. Mhm. Seifenoper. Rummy-Organ, okay. Die ist auch schön, eine Chapel-Organ heißt sie, also eine kleine Kirche, von einer kleinen Kapellenkirche. Das ist mehr sowas für Beerdigung. Dann die große Kathedralenkirche. Ja, komm. Squeeze me. Ja, das ist eine Ziehharmonika oder Akkordeon. Mundharmonika. Auch recht nett, aber der Blues Harp. Ah, jetzt kommt das beliebte Jazz Scat, nennen sich das. Das ist eine Stimme, Stimmenimitation. Wenn man es langsam ansingt, anspielt, ist so ein normaler Sound. Mach mal ein bisschen lauter. Und wenn man es hört. Du da du da da du da da Oh, yeah. Okay. Da ist der Hochpass wieder sinnlos irgendwie. Ich finde, der Lowpass wäre viel interessanter, wenn sie den breiter gemacht hätten. Witziger Sound, aber den kann ich auch nicht oft einsetzen. Okay. Synth Opera. Schöner Sound. Für Kinoverfilmungen. Das macht auch jeder. Da kann man so ein bisschen Sound machen, aber das ist so ein bisschen unkontrollierbar. Das ist mehr so ein Zufallsgenerator. Und dann geht auch der untere Bereich, geht dann irgendwie komischerweise gar nicht, wenn man diese Filter-Einstellung hat. Beim normalen Dings ist dann irgendwie Pitch-Bending. Okay. Und hier ist so ein Vibrato. Naja, also ja, ich kann eigentlich schon so ein kleines Resümee schon mal ziehen. Viele Sounds haben mich wirklich, ziemlich begeistert von dem Gerät. Allerdings kann man halt wirklich fast gar nichts, wie ihr seht, variieren oder verändern oder selbst ein bisschen abwandeln. Das ist schade, es hätte schon ein paar Bedienelemente, ein paar Möglichkeiten. So ein kleiner Filter einstellen. Ich sage immer, 4 bis 8 Drehregler kosten ja nicht wirklich so viel Geld. Das könnte die Firma doch einbauen können. Ich habe es auch probiert von außen anzusteuern. Das geht mit dem normalen Keyboard. Ich habe ja hier dieses lustige, was ich euch gezeigt habe, im anderen Video, MIDI Plus AKM 322. Da hatte ich probiert, weil das ja so schöne Drehregler hat, das direkt anzuschließen. Als kleine Hilfstastatur auch oben dran wäre vielleicht nicht schlecht, weil er hat ja ewig viele multitemporale Möglichkeiten. Geht allerdings gar nicht.
Ich habe es jetzt noch nicht am PC angeschlossen, irgendwie, weil ich mit PC eh nicht so viel unterwegs machen möchte. Die Bluetooth-Möglichkeit, die es da gibt, habe ich auch nicht ausprobiert. Über ein Tablet und so weiter, da weiß ich nicht, was mir das jetzt bringen sollte. Wie gesagt, also man kann dann so an dem Gerät selbst nichts verstellen, die Sounds sind so, wie sie sind, oder man hat einen anderen. Es tut mir ein bisschen leid, weil eigentlich hätte ich ganz gerne am Sommer auch selber ein bisschen Cut-Off ein bisschen geregelt oder so. Dann gibt es noch hier ein Vox-Pad. Klingt auch schön. Gospel-O. Auch so ein Chor. Sehr schön. Morningstar. Sind schon wirklich schöne Sounds drin. Paradise. Ja, der beeindruckt natürlich mit dem Vogelgezwitscher, aber das hört man auch sich nicht in jedem Lied zweimal an. Das ist ganz süß. Wobei das Vogelgezwitscher unabhängig von der Tonhöhe. Irgendwie wird es dann auch ein bisschen zu viel. Jetzt kommen hier die GM2 Sounds. Wie gesagt, ich will und kann nicht alle durchgehen. Bei den Drums ist es so ein bisschen gemischt. Das sind so normale Drumpacks, die man ja schon kennt und hat. Das sind diese 909 Hip-Hop-Kit und so. Ist jetzt nicht ganz interessant. Die Bass haben mich auch ein bisschen enttäuscht. Da gibt es so eins, zwei, die okay sind, aber so ein riesen Keyboard, um Bass-Sound mitzuspielen, ja, das sehe ich jetzt nicht so einen richtigen Sinn drüber. In der Brass-Section. Irgendwie hat er sich auf Null gestellt. Also ich hatte eigentlich überall welche Missions zurechtgelegt. Die finde ich natürlich jetzt nicht mehr. Also man kann über diese acht, ja, hier gibt es ja so acht Buttons, wo man die verschiedenen Soundkategorien mit auswählt. Leider macht das nicht wirklich scharf. Also das Piano, Organ, Strings, Brass, Drum, Bass, Synth und FX-Gitarre-Abteilung. Da kann man sich eigentlich acht Favoriten quasi drauflegen, die er dann auch behält. Wenn man das vorher in dem Menü so einstellt, dann hat man die immer gleich zur Hand. Also aus jeder Kategorie einen Sound. Das hatte ich eigentlich auch die ganze Zeit gemacht. Ich weiß nicht, warum man das jetzt irgendwie wieder weggepackt hat. Und da kann man dann halt verschiedene Sounds haben. Die Brass-Sounds sind halt Brass-Sounds. Der klingt noch. Okay. Polybrass. Die klingen dann noch fast alle ein bisschen ähnlich. Brass und Sax. Harmonisches Mute, das ist eine Trompete. Soft Tuba. Solche Sounds aus einer Nippel. Okay. JP8000 Brass. Da wird man sich natürlich einen schönen Pitchbender und so weiter wünschen. Da könnte man den schön hochpushen, aber das geht halt hier mit dem. Ja, das ist wirklich ein Desaster. Was haben wir noch? Hier hat nochmal einen Trey Brass Super Saw. So ist auch mal softig. Windy sind. Den finde ich jetzt auch langweilig. Silky, das klingt wie ein E-Piano. Cheesy Brass. Horny Sax. So ein ganzer Sax. Und die Saxophone selbst einzeln. Sind ganz schön. Ja,
da muss ich auch noch was ansprechen, was ich oft bei manchen sehr guten YouTuber-Rezensionen oder Rezessenten sehe, was mich dann doch immer irritiert. Die spielen ja schöne Melodien und die tun auch viel Musik geben für ein schönes Video. Aber sie haben dann doch manchmal eine Tendenz, bei so einem Gerät alles gleichzeitig anzuschalten, was es überhaupt nicht gibt. Dass mir jetzt bei dem anderen Instrument, was ich mir kaufen möchte, ein Roland JDXI, das ist so eine kleine Groovebox, wird die genannt, da sind dann halt verschiedene Spuren, da kann man Schlagzeug und so weiter programmieren und dann geht auch immer alles gleich los und immer jammern und dann wird da ein bisschen gedreht und so, man kann die Sounds sich nicht in Ruhe anhören. Ich finde so einen Saxophon-Sound, den kann man nur mit 2-3 Noten teilweise überhaupt erst mal richtig hören. Damit man weiß, wie der Sound wirklich klingt. Ja, und viele von diesen Kollegen da, die hauen dann gleich so drauf los mit beiden Armen. Oh, ja, sehr schöner Sound. Das kann man so nicht machen. Man muss nicht das ganze Ding losfeuern. Man legt da kein Brett drauf. Man muss einen Sound mit einer Taste hören. Man wirklich weiß, was der kann, das Keyboard. Ja, so kommt doch die Feinheiten überhaupt zu tragen. Man kann nicht 3 fünffingrige Akkorde da reinzimmern ins Klavier. Dann klingt jedes Instrument irgendwie blöd oder, naja, ich weiß nicht, was die Leute sich da erwarten. Das ist teilweise sehr frustrierend. Naja, jetzt haben wir da hier noch ein Ethniklied. Ist auch ganz schön. Ah, das ist ein Dudelsack. Oder Öllimpipe ist jetzt ein Dudelsack. Kommt drauf an. Trompete, jetzt gehe ich doch alles durch. Ich wollte es gar nicht, ich bin schon bei GM2. Gehen wir hier nochmal in der Stringabteilung. Der ist wirklich von Anfang. Also das sind die normalen Strings. Da kann man mal ein bisschen mehr spielen beim String-Sound. Aber auch da Staccato, Pizzicato. Da kommen schon GP-Strings. Die unspektakulären Sounds sind die beliebtesten irgendwie. Die werden immer erwähnt, die GP-Strings vom Jupiter oder so. Synth-Strings. Ja, das ist ziemlich ähnlich. Ein String-Pad. Da geht so ein bisschen die Sonne auf. Das ist schon schön. String-Ship. Sahara-Strings, die waren auch noch interessant. Der berühmte Filmkomponist, weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, der die ganzen Filme vertont, der würde sich darüber freuen. Der benutzt ihn wahrscheinlich auch. Klingt schon ziemlich bombastisch. Ja, Chamber Strings. Ja, hätte ich mal ein bisschen mehr erwartet. Marcato Strings. Full Strings, ja. Octave Strings. Piggy Bows. Staccato. Orchester Pizzicato. Okay. Die Solo-Violine. Die sind natürlich wie bei allen Instrumenten immer etwas seltsam. Das Cello, ja, ist ein bisschen zu langsam. Vielleicht muss man. Hoppala, Entschuldigung. Ja, dann müssen wir noch eine Oktave tiefer gehen, habe ich jetzt gerade keine Zeit. Das ist auch so ein Filmmusik. Scene heißt der ja sogar hier. Achso, da kommt noch so ein Schlenker.
Das lässt sich auch nicht wirklich so sinnvoll einstellen. Das ist ja schon eine halbe Melodie. Tronic Strings. Symphonica. Ja, Streicher ist jetzt. Cheesy Movie. Okay. New Soundtrack. Okay. Physiopad. Slow Saw Strings. Ja, und die Sounds sind schön, aber wenn man da jetzt noch das Filter noch selber bearbeiten könnte, ein bisschen was verändern, ein bisschen anpassen, Persönlichkeit reinbringen, wäre das schon schön. Das hat das Problem, weil die anderen Leute, die das Gerät haben, die haben halt auch dieselben Sounds. Und wenn die dann ein Stück den Sound benutzen, dann kannst du es eigentlich schon vergessen. Dann haben die den ja schon. Deswegen ist es mir nicht so ganz Summerpad. Dezent. Friendspad. Ja. Borealis. Das ist auch ein schöner Sound. Da lässt schön Platz für andere Sachen noch. Kann man da ein schönes E-Piano drüber spielen. Also ein paar Sounds würde ich mir da gerne, jetzt sind wir schon wieder in der GM-Ecke. Okay. Ja, was natürlich auch sehr beliebt ist bei diesem Gerät, was ich selber überhaupt nicht nutzen würde wahrscheinlich, das ist halt diese Loop-Spielerei. Da kann man dann hier über die Tastatur jede Oktave, hat übrigens 12, nicht 7, wie manche Leute behaupten. Also nur die weißen Tasten hätten verschiedene Loops, sondern die schwarzen haben auch einen Loop eingebaut, ist ja logisch. Hat mich bei fast allen Videos überrascht, dass die Leute das nicht gesehen haben. Wie gesagt, da kann man dann halt verschiedene Drum Groove zum Beispiel. Das ist eine Kumbia, okay. Wir können vielleicht ein bisschen was Populäreres nehmen. Kumbia, das sind ja nur so seltsame. Ich gehe mal ein bisschen zurück für die normale, ach Reggae vielleicht dann mal. R&B, Reggaeton, Reggaeton, das kann ich hier reden. Hat man das hört? Also man hat dann hier verschiedene Drum Grooves. Die kann man dann so einzeln hier abdrehen. Und wenn man dann auf die, ich muss das, ja, ich stelle es mal ein bisschen mehr in die rüber. Wenn man dann hier auf das Ding klickt, geht er wieder aus. Also wie gesagt, da fängt es an und dann kann man dann verschiedene Loops triggern. Und hier kann man wieder auswählen. Wenn man jetzt hier den ersten Drumloop hat, dann kann man den ersten Bass noch dazu spielen. Und dann hier noch. Dann kann man hier auf Chord drücken. Dann hat man jetzt noch als Begleitung. Das ist ganz gemerkt, wenn man. Da macht dann der Filter vielleicht auch ein bisschen Sinn. Okay. Da kann man hier noch so. Das geht auch schon immer so richtig. Jetzt hat das ja. So DJ-Effekte. Okay, R&B.
Ja, wenn er damit halt so spielen will. Man kann auch noch dazu spielen dann, aber jetzt hat er das jetzt eh nicht so ganz gemerkt. Ja, was ich eigentlich mein Endresultat oder Resümee nach nun über 40 Minuten sehe ich schon, ja. Damals halt doch lang. Ja, gibt ja noch ein bisschen mehr drüber zu sagen. Was ich gut finde an dem Instrument oder was ich interessant fand am Anfang, da hatte ich mich auch drauf gefreut, ist, dass man quasi hier über diese acht Teile, die man hat, da kann man wirklich aufnehmen, wie auf dem Tonband. Keine Step für Step, sondern wirklich nur einfach so live gespielt, ne? In Echtzeit quasi, kann man die Spuren, also ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt hier den Borali-Sound, drücke jetzt mal hier auf Rekord, jetzt piepst es so ein bisschen, dass man einen Rhythmus ist, wobei ich gar keinen Rhythmus haben möchte, aber ist egal. Und dann spiele ich kurz was im Hintergrund ein. Er zeigt dann auch im nicht gut ablesbaren Fenster oben, in welchem Takt wir jetzt wären, also Takt 8, 9 und so weiter. Soll es jetzt mal gewesen sein, drücke ich auf Stopp. Jetzt fragt er mich jetzt schon, ob ich es jetzt saven will. Das verstehe ich auch nicht. Muss man dann auf Enter drücken? Ja, ich möchte es gern speichern. Jetzt kann man hier einen anderen Sound anwählen. Oh, bloß nicht die Pop-Bell. Du lieber Gott, wie komme ich denn da jetzt hin? So weit. Oh Gott, das passt. Jetzt kann man quasi dann auch wieder auf Aufnahme drücken. Wenn ich dann anfange. Wieder, ja, ich will es natürlich speichern. Muss ich wieder rausgehen. So, jetzt haben wir ja noch ein paar anderen. Den hatten wir ja schon. Was hatten wir denn an der hier bei dem? Ach, den lieber Gott, die Orgen. Nee. Vielleicht das noch drüber legen, okay. Jetzt nehmen wir das noch auf. Okay, jetzt muss man es wieder speichern. So, jetzt hat er einen Song quasi drin. Eigentlich sollte er bis zu 99 Songs speichern. Das habe ich noch nicht so wirklich rausgefunden, wie das nachher dann geht, weil wenn ich jetzt was Neues aufnehme, will er das alte dann wieder löschen. Also das ist dann immer so ein bisschen eigenartig. Kann man sicherlich auch im Menü einstellen. Aber kann man sich das Gedöns nochmal anhören? Ja, das war jetzt nur Chaos. Nur als Information. Also wie gesagt, 8 Spuren da quasi nacheinander aufnehmen. In Realtime, wie es so schön heißt, in Echtzeit. Ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Da muss man schon auch wissen, was man machen möchte. Man kann auch, glaube ich, noch overdubben oder das so wieder ersetzen. Wenn man einen Sound wechselt, allerdings von einer Spur, dann wird er auch abgespielt, aber hat mit einem anderen Sound. Ich kann es jetzt mal aus Spaß mal ausprobieren. Wenn ich dann jetzt hier... Sound drin.
Das müsste eigentlich die Orgel nehmen, aber dann macht er einfach mit dem Paradies-Sound weiter. Also so ganz durchdacht, stopp, so ganz durchdacht ist diese Geschichte noch nicht, habe ich so das Gefühl. Es ist eine schöne Funktion. Man kann die auch kombinieren mit diesen Loops, die ihr da vorhin gehört habt, dass man also erst ein paar Loops aufnimmt und dann sozusagen spielt. Die Loop-Variation ist ja dann auch so eine Art Begleitautomatik. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Das geht aber auch, sodass man dann nachher dann nur gewisse Oktaven greifen kann, beziehungsweise Akkorde meine ich jetzt. Und dann hat man eine Seite, eine Begleitung, kann dann oben mit dem Synthi-Sound dazu spielen. Ja, wenn einer so in Techno-Disco-mäßig mag das ja vielleicht ganz lustig sein, die Loop-Station. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so effizient benutzbar ist. Weil man ja auch nichts zu ändern kann. Das sind halt vorgegebene Fertig-Loops quasi. Und die sind auch jetzt nicht unbedingt so aus dem modernen Bereich, wie ich finde. Nun gut. Also eigentlich mein Resümee war, das Instrument hat mich aufgrund der tollen Sounds, die dann in den Videos zu hören waren, schon beeindruckt. Ich wollte es auch dann haben. Habe es dann auch gekauft für knapp 200 Euro. Wie ihr seht, gebraucht, ist auch noch gut erhalten, aber es ist mir persönlich doch irgendwie zu massiv, zu groß. Es ist halt doch fast 90 cm, wiegt 3,5 Kilo, passt jetzt nicht in irgendeinen Koffer. Ich habe gerne noch immer was dabei, noch dazu, was mit dem Tablet oder so, oder noch ein anderes Keyboard, das passt dann nicht wirklich hin. Und hier oben drauf kann man auch nichts wirklich draufstellen, auch so ein kleines Keyboard, da verdeckt man dann die Bedienungselemente, das rutscht auch noch hinten weg, weil das hier so abgeflacht ist. Auf der linken Seite muss man ja auch manchmal dran, da passt auch nichts drauf. Also das Gehäuse ist zwar hübsch, aber es ist nicht so richtig praktikabel. Ich hatte mir dann auch vorher schon ein anderes Gerät zum Beispiel hier, von dem auch von, das will ich dann auch nochmal vorstellen, ist auch von der Firma MIDI-Tech, MIDI Plus, Entschuldigung, MIDI-Tech nicht. MIDI-Tech ist Track, MIDI-Track, das auch nennen. MIDI Plus ist wesentlich besser und das hier ist nämlich auch der Beweis davon. Das ist das sogenannte X4 Mini. Das sind also 4 Oktaven, leider nur 4 Drehregler, aber normale. Und dann hier unten, wie man es von Arturia kennt, weil die Firma Arturia lässt nämlich vom selben Hersteller bauen. Die ganzen Keystep und wie die alle heißen. Und links vom Studio, und wir kommen jetzt nicht auf die ganzen Namen, aber ihr wisst, was ich meine. Die haben alle von diesem Hersteller hier aus Taiwan, China, lassen die sich ihre Geräte bauen. Und das ist auch wirklich ein sehr gutes MIDI-Keyboard-Controller. Sehr massiv, ist aus Metall unten. Tastatur lässt sich angenehm spielen, ist Mini-Tastatur. Aber die ist robust und so, hat auch hier gute Schalter dran. Ist wirklich schön gemacht. Das werde ich aber im besonderen, im extra Video nochmal vorstellen. Das hatte ich mir gekauft mit dem Tablet, habe auch sehr schöne E-Piano-Sounds mitmachen können. Und dann habe ich das Gerät irgendwie entdeckt, so neu wieder mal. Und dachte, okay, die E-Pianos sind ja toll und das ganze Zeug, aber es ist mir zum Mitnehmen. Ich hab vor, das alles im Koffer quasi, in einen kleinen Stage Cage einzubauen und nur einen Deckel ab und einschalten und vielleicht ein paar Boxen dran. Das wird mir schon reichen, aber dafür ist das hier schon zu groß. Da muss man dann so einen riesen Kasten da rumschleppen. Das macht dann keinen Sinn. Und irgendwie hört man sich ja auch in den Sounds ja auch wieder satt, weil man es ja nicht verändern kann. Das sind für mich jetzt wirklich, wo ich sage, das sind meine Highlights, sind vielleicht von den 540 Sounds, ja, sagen wir mal 30 bis 50, die ich wirklich richtig toll finde. Und dann halt noch 200, die okay sind, die man jetzt aber auch nicht unbedingt benutzt dann vielleicht. Wenn man so einen kleinen Auftritt macht, dann nimmt man nur 5, 6, 7 Sounds vielleicht im Laufe des Abends, wenn man so ein Ambient-Stück macht. Da brauchen wir keine 200 Sounds, aber dafür ist es auch wieder zu groß für mich und zu wenig Eingriffsmöglichkeiten. Deswegen werde ich es wahrscheinlich schweren Herzens wieder verkaufen und wollte mal ein anderes Gerät mal ausgucken. Das muss ich dann nochmal sehen, wenn es da das Richtige ist, dass es ein bisschen kompakter ist und ein bisschen mehr Soundschraubmöglichkeiten hat. Ja, also ich kann es jedem empfehlen, den Roland Gokis, der jetzt daheim Klavier spielen will und noch andere Sounds spielen will, der das vielleicht auch mit dem Bluetooth dann mal auscheckt, wie das funktioniert, ob das was nützt, der vielleicht auch ein bisschen Techno hier abfeuern will, Musikschüler und so weiter, die doch so eine Klaviertastatur, die Tastatur muss man sagen, die ist so Ivory Feel, nennt sich das, das ist hier so eine Beschichtung, die ist ein bisschen angeraut, auch bei den schwarzen Tasten, das ist schon angenehm, da haben die Hände so ein bisschen Halt, das ist nicht ganz so rutschig wie bei den normalen Plastiktastaturen. Die geht auch ein bisschen angenehm schwer, aber nicht so schlimm, dass man es
Also man kann die wirklich gut spielen. Die ist halt nur zu groß. Das Ding in klein wäre perfekt. Das werde ich behalten. In so einer normalen 3-Oktaven-Ausführung mit Mini-Tastatur fände ich perfekt, wenn das Roland gemacht hätte. Dann wäre es die richtige Alternative auch zu dieser Yamaha Reface-Serie, die aber von dem Go-Key soundtechnisch natürlich voll eingestückt wird. Allerdings, du hast halt nicht keine Regler bei den Reface, bei dem Piano und so weiter, was es da gibt, das E-Piano-Ding. Da hast du ja dann so einen Chorusregler und einen Tremolo-Regler und ich weiß nicht, warum ein Filter dabei ist. Da kannst du natürlich den Sound direkt ein bisschen anpassen. Ist eine tolle Sache. Da gibt es dann auch eine DX7-Variante, so eine kleine. Und ein normaler Synthesizer, CS nennt er sich. Aber die kostet das Stück 500 €. Das sind halt auch nur so kleine Geräte, in der Größe ungefähr, ein bisschen breiter. Aber auch von der Tastatur her so. Wenn man da wirklich jetzt einen Orgelkram haben will und noch ein E-Piano, muss man zwei Geräte kaufen, mitnehmen. Und dann hat man fast 1.000 € am Bagger. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Also, dass alle die ganzen Reface-Pack-Dinger in ein Paket reingesteckt, wäre okay für den Preis dann. Für einen Preis 500 € wäre dann die Obergrenze. Dann hätten wir alle Klänge, die man braucht. Aber das war als Einzelgeräte, das ist so wie Quark mit diesen ganzen Mini-Muxi, Druxi, Dixi, Pixi, die alle irgendwas können, aber angeblich nicht so richtig. Und dann muss man 10 verschiedene Geräte miteinander mischen. Naja, das muss jeder selbst wissen, aber da hatte ich eh nichts von. Quark hat mich am meisten enttäuscht schon an. Aber jetzt kommt noch eine kleine Überraschung. Ich hatte ja das Yamaha PSS A50 so kritisch bewertet im Vergleich zum Akai und ja, und hab das ja wieder zurückgegeben und hab mir jetzt aus Spaß nochmal, weil das ja ein günstiges Angebot war, das Schwestermodell gekauft. Man erkennt wirklich nichts mit diesem Handy hier. Das ist das Yamaha PSS F30. Ist quasi die Kindervariante. Leider keine Anschlussdynamik, aber gar nicht so schlechte Sounds. Ich bin wirklich sehr überrascht. Da klingt fast jeder Sound irgendwie angenehm. Hat 120 Klänge drin, auch so ein paar arabische Sachen, auch eine Tabla und so weiter ist mit bei, so ein bisschen indisch. Es gibt auch Inder, die da Videos mitmachen, die da ganz schöne Ragas mitspielen. Also das ist wirklich goldig. Also das kann ich, wenn jetzt einer ein Kind hat, so einen 9- bis 10-jährigen, 12-jährigen Sohn, ein Mädel, was ein bisschen Musik machen will, aber nicht ganz so ambitioniert ist, man weiß es nicht, wie lange es anhält, finde ich das hier schön. Das hat noch eine kleine Begleitautomatik. Aber leider hat, wie gesagt, keine Anschlussdynamik. Die Tastatur ist ja die von Reface, sagen sie alle. Ich weiß nicht, ob die Reface-Tastatur wirklich so preiswert ist. Ich finde die und die vom A50 nicht wirklich gut. Also da habe ich die MIDI Plus Tastatur irgendwie besser gefunden, von den Dynamiken vom Spiel her. Aber die Leute, die Yamaha für 100 € oder für 500 € kaufen, die reden sich das vielleicht dann auch ein, dass die Tastatur gut wäre. Egal. Also das finde ich gut. Für 50 € ungefähr in dem Dreh, wo man es kriegt, ist es ein ganz goldiges Teil. Bei manchen Musikarten muss ja auch gar keine Anschlussdynamik dabei sein. Das hat man ja schon, ne, da spielt man halt einfach und der Klang ist dann da. Ich habe das noch kombinieren wollen mit einem kleinen Effektgerät, das habe ich jetzt leider gar nicht da. Das werde ich dann noch mit einem extra Video noch mal ein bisschen zeigen, ob das nicht auch eine schöne Kleinigkeit ist für Leute für unterwegs. Also das ist auf jeden Fall eher eine Empfehlung als das A50. Das ist Unfug gewesen, das Gerät. Wird zwar immer noch gelobt von vielen Leuten, aber irgendwie haben die Tomaten in den Ohren oder irgendwas, ich weiß es nicht. Okay, aber das sind gesponsert. Ich wäre ja nicht gesponsert, ich kaufe mir den Kram selbst und verkaufe dann auch gleich wieder, wenn er mir nicht gefällt. Bin da manchmal ein bisschen voreilig. Noch dazu zu sagen, ich habe ja noch zwei andere Instrumente gehabt, die habe ich leider nicht gefilmt. Die waren wirklich spannend. Entschuldigung. Kurze Musik drüber legen. Sorry für die Privatisierung hier. Ja, jedenfalls hatte ich nämlich ein sogenanntes Emu Shortboard von der berühmten Emu-Firma, die einen Emulator gebaut haben und noch andere interessante Sampler in den 80ern, mit denen alle Bands gespielt haben, von Depeche Mode angefangen bis Gott weiß wen, Emax-Emulator und so weiter. Die haben dann auch Rekpo-Geräte gebaut und dann hatte ich mir das Emu-Shortboard. Das war das letzte Instrument, was sie in ihrem eigenen Namen quasi rausgebracht haben, bevor sie dann zu Creative Labs gegangen sind, die ja diese Soundkarten für PCs
die aber auch jetzt schon aufgekauft wurden von einer anderen Firma wieder. Ich weiß nicht, ob es Arbit ist oder so. Naja, egal. Das hatte ich da. Das war auch sehr interessant. Das hatte so ähnliche Länge wie der hier. So schöne E-Piano-Sounds und so weiter drin. Nur 32 Stück, aber man konnte da auch ein paar Sachen speichern und so. Hatte einen Cut-Off-Filter, eine kleine Hüllkurve und so weiter dabei. Ähnlich wie das Akai, mit dem Mini-Play. MPK Miniplay, wie es genau heißt. Die Namen werden immer länger. Und ja, das fand ich schön. Es war ganz in weiß und interessant, aber mir auch zu groß. Es war noch tiefer hier wie das Quark, aber fast genauso breit. Und für unterwegs hätte ich das jetzt auch nicht mit Schnipperwolle, weil es halt auch doch nur relativ wenig Länge zur Verfügung stellt. Aber das hatte ich da und habe es leider wieder verkauft, bevor ich ein Video machen konnte. Das wollte ich eigentlich mit dem Go-Keys hier vergleichen, weil es ziemlich viele Ähnlichkeiten hat. Ich glaube auch, dass Roland sich da das ein bisschen abgeguckt hat für dieses Gerät hier. Und dann hatte ich noch ein Yamaha DJX, das ist so ein ehemaliger Techno-Veteran, der wird jetzt unheimlich oft verkauft, zu anwegschen Preisen. Eine Zeit lang gab es gar keinen. So ein blaues Gerät mit so verschiedenen Scratch-Effekten und so weiter, der war auch so ähnlich wie hier jetzt die Geschichte mit den Loops und so. Also ich denke, dass das die Überfader eigentlich waren, das Emo Shortboard und der Yamaha DJX, die haben Roland dazu veranlasst, diese Go-Keys zu bauen. Das ist so ein Surrogat quasi, so eine Kombination davon. Aber zum günstigen Preis und also da kann man nicht meckern. Ich kann jetzt nicht wirklich was gegen das Go-Keys sagen. Ich finde, es ist eigentlich für die Leute, die das benutzen wollen, ist es toll. Ich glaube, dass es sinnvoller ist als das Go Piano. Das hat nämlich nur 40 Sounds, glaube ich, auch diese berühmten 40. Und da hat man dann schon Einschränkungen, weil man hat wirklich nur zwei Pianos oder drei Pianos hat und dann drei Orgeln und dann hat man noch zwei Streicher. Das ist ja dann ziemlich schnell weg. Hier hast du halt doch eine größere Ausstattung und Auswahl. Das wird nicht so schnell langweilig, glaube ich. In der 88-Keys-Variante gibt es, also 88-Tasten-Variante gibt es ja das Piano auch. Das ist natürlich nur für richtige Pianisten interessant. Die 61er-Variante ist genauso groß wie hier das Keys. Das Keys gibt es, glaube ich, nur in der 61er-Variante. Reicht aber ein normaler Klavierschüler sicherlich auch, wenn er da jetzt seine ersten Tüten drauf lernt. Und dann hat er nicht nur ein Klavier, sondern hat auch noch ein paar andere gute Sounds. Kann Kopfhörer dran machen und kann daheim locker mit spielen, mit Freunden und so. Das würde ich meinem Heranwachsenden, wenn er wirklich Interesse hat, schon kaufen. Das Roland Go Keys, das kann ich empfehlen. Ja, okay, das sei es jetzt erstmal. Das ist ja wirklich unglaublich lang. Ich glaube, wir sind schon an der Stunde dran. Ja, das ist mein Rekord. Okay, euch eine schöne Zeit weiterhin. Lasst mal einen Kommentar da oder so weiter und könnt die Glocke abonnieren und oder den Daumen abonnieren und die Glocke liken und so weiter, wie es dazu geht. Ja, die anderen Videos kommen dann noch über die anderen Keyboards, die ich jetzt mal kurz gezeigt habe. Mal schauen, was ich da mache. Okay, euch eine schöne Zeit, weiterhin viel Vergnügen und immer guten Sound auf den Ohren.